Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Dienstag Austauschschüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums im Rathaus empfangen. Die Schülerinnen und Schüler von Partnerschulen aus den Niederlanden und Italien haben Düsseldorf vom 5. bis zum 11. Februar besucht. Bereits seit über 20 Jahren pflegt das Friedrich-Rückert-Gymnasium Kontakte zu Schulen in anderen europäischen Ländern. Das ist eigentlich, so hoffe ich, doch inzwischen etwas Selbstverständliches geworden, da heutzutage im Zusammenwachsen Europa, auch in Zeiten wachsender Krisen, es wichtig ist, dass junge Europäer zusammenarbeiten, Vorurteile abbauen, eine Zeit lang zusammenleben und viel mehr Verständnis für andere haben, für Andersartigkeit, aber auch das gemeinsame Sehen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das ja wichtig, das zu betonen. Im Rahmen des internationalen Treffens haben sich die Schülerinnen und Schüler in Workshops mit dem Thema Düsseldorf Stadt am Rhein beschäftigt. Dabei wurden die Aspekte Musik, Industrie und Theater beleuchtet. Die Wanderausstellung Was glaubst du denn? Muslime in Deutschland macht erstmals in Düsseldorf Station. Am Mittwoch wurde sie von Oberbürgermeister Thomas Geisel in der Elli-Heuss-Knapp-Schule eröffnet. Die von der Bundeszentrale für politische Bildung konzipierte Ausstellung wirbt für kulturelle und religiöse Vielfalt. Ziel ist es, Denkanstöße über die Frage der Identität zu geben. Um Diskussionen anzuregen, führen auch speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler durch die Ausstellung sogenannte Peer Guides. In der Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung werden ja junge Muslime porträtiert. Und ich glaube, es trägt sehr zum Verständnis, weil es gibt ja häufig gewisse Vorurteile oder wirkliche Fehlvorstellungen. In Wahrheit sind es junge Menschen genauso wie die meisten Schülerinnen und Schüler, etwa hier an der Elli-Heuss-Knapp-Schule. Neben der Wanderausstellung zeigt das Berufskolleg eigene Beiträge zum Thema Muslime in Düsseldorf. Sie wurden im Rahmen von Demokratie lernen erarbeitet, einem Programm des Amtes für Statistik und Wahlen. Die Wanderausstellung sowie das Schülerprojekt sind noch bis zum 17. März in der Elli-Heuss-Knapp-Schule zu sehen. Unter www.wasglaubstdudenn.de können sich Interessierte zu Führungen anmelden. Die Schau Bestiarium der Künstlerin Yvonne Roep ist ab dem 11. Februar im Hähtjens Museum zu sehen. Sie zeigt exotische Tiere und fantastische Wesen, die die Künstlerin aus ungebranntem Ton gefertigt hat. Die Kreaturenschau greift die Tradition mittelalterlicher Bücher auf, in denen fantastische Vorstellungen von Tieren biblisch oder moralisch gedeutet wurden. Zum Beispiel kennt man natürlich die Geschichte vom Rhinoceros, was Dürer gezeichnet hat oder als Grafik umgesetzt hat. Er hat nie einen Rhinoceros gesehen, er hat sich tatsächlich einfach auf Schriftformen verlassen und ungefähr 100 Jahre später kam das erste Rhinoceros überhaupt nach Europa. Und darauf beziehe ich mich nicht jetzt explizit auf genau diese Tiere, die schon verwendet worden sind, sondern habe mein eigenes Bestiarium eben erstellt. Die Ausstellung Bestiarium ist bis zum 30. April im Hähtjens Museum zu sehen. Am 5. April findet um 18 Uhr ein Künstlergespräch mit Yvonne Roep statt. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.